Ach so, du bist jetzt voll auch noch. Du bist der, jetzt dem einer fehlt. So. Das muss echt an dem Performance-Problem liegen, die dieses Spiel hat, dass solche Sachen manchmal passieren können, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Und jetzt nimmst du gerade die Treppe hier. Auch gut. Und da geht's schon wieder los. So. Ah ja, was soll man machen? Muss man Geduld haben. Und ich glaube, es wird langsam wieder heller zum Glück. So, da kriegst du wieder alles. Keine Ahnung, wie sie es wieder geschafft haben, dass da eine 4, der andere 6 hatte.
Wenigstens haben sie doch nichts unten weggegraben. Wahrscheinlich, weil der Weg nach unten zu umständlich wäre. Also ja, ich könnte einfach hier und hier und hier wegnehmen. Dann könnten sie gar nicht mehr runter. Also da müssten sie immer über da vorne runter. Ist wahrscheinlich sogar die beste Idee. Da müssen wir uns nämlich auch keine Gedanken mehr um die Treppen hier machen. Was einer an den hoch oder runter geht. Wie sieht es hier mit Auffüllen aus? Da brauchen Sie noch ein Stück. Das ist okay. Du, was ist mit dir denn? Ach, du bist Quarry-Arbeiter. So, machen wir es mal hier ein bisschen enger. Da können wir es ein bisschen steuern. Dass sie nicht ganz so crazy dann auffüllen. Ah, immer hinter denen aufräumen. Oder ihnen sagen, sie sollen aufräumen. So enger können wir es ja nicht machen. Also wir müssen mindestens drei Felder breit haben.
Oh, manche von denen nehmen die Treppe da. Oder die da. Auch okay. So, jetzt ziehe ich mal breiter hier. Und gucke einfach mal, was sie macht. Und da geht's schon los. Sieht toll aus, oder? Die vereinzelte Ecke da will keiner auffüllen. Na gut, wir kriegen wieder hübsche Muster wenigstens. Und hier. Komm. Genau, alles brav aufräumen und weiterarbeiten. Der hat jetzt wieder Probleme herauszufinden, wo er hin soll. Aber wenigstens nimmt er den Weg runter. Da hat wieder einer seine Steine vergessen. Er sogar ein Loch schon nach unten? Nein, hat er noch nicht. Oh, es sind sogar nur sieben, die er vergessen hat.
Du 15 jetzt auf einmal. Bei der 2 rumliegen. Was zur Hölle geht da ab, ey? Jetzt müssen wir wieder darüber gucken, dass jemand die 2 einsammelt. Los, beweg dich. Du sollst nicht graben, du sollst aufräumen. Gut. Yay. Was ist mit euch beiden? Haltet ihr Kaffeepause da unten oder was? Na also. Geht doch. Jetzt ist alles wieder normal. Vorerst. Außer das hier natürlich. Ich geb's auf. Keine Ahnung, was es darstellen könnte. Oh, es funktioniert wenigstens einigermaßen alles. Wir haben bald schon die erste Schicht abgetragen. Juhu. Ja, wenn sie normal abtragen, dann dauert es halt immer etwas. Und da passiert wieder solche Schmarrn. Zum Glück kann ich den simultan sagen, dass sie aufräumen sollen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Jetzt, wo ich es gelernt habe. Und ja, wir haben ein random Loch.